Denn bei uns im gutbürgerlichen Stadtteil sind auch die Autos natürlich ein bisschen größer. Logischerweise stehen da jede Menge SUVs. Das ist ja jetzt Standard, dass man so ein Ding fährt. Der Meeresspiegel steigt, wir bauen die Autos höher. Ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Ja, aber die zählen jetzt bei uns schon eher zu den kleinen Wagen. Was jetzt vermehrt auftaucht, das ist die Mercedes G-Klasse. Das ist dieser große Kastenwagen, dieses Rapper-Auto. Und wir haben auch mehr und mehr Pickup-Trucks bei uns rumstehen. Also wahrscheinlich wohnen bei mir eine Menge Förster, ich weiß es nicht. Und ich google dann sehr gerne am Smartphone im Internet die Preise. Weil ich einfach wissen will, wie sind meine Nachbarn finanziell aufgestellt. Muss ich mir Sorgen machen? Bis jetzt bin ich beruhigt. Aber sobald der erste Opel Corsa irgendwo auftaucht, dann kriege ich Nervenflattern. Jetzt habe ich kürzlich ein Auto gegoogelt, das war der Porsche Cayenne unseres Zahnarztes. Der wohnt gegenüber, andere Straßenseite, ein paar Meter weiter vorne. Und der hat einen Cayenne. Und da habe ich mal gegoogelt, was kostet der? Ja, interessant. Ja. Oh, und dann habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden über den Cayenne, die ich noch nicht wusste. Die fand ich so interessant, dass ich daraus ein Word-Dokument zusammengestellt habe und ihm rausgelassen habe und ihm unter den Scheibenwischer geklemmt habe, weil ich einfach dachte, das muss er wissen. Da stand dann drin, Respekt. Also wissen Sie, ich gucke ja bei Netflix sehr gerne diese mexikanischen Drogenserien. Und der Chef des fiesesten Kartells fährt immer einen Cayenne. Also, Sie haben das richtige Auto. Sie sind der Babo vom Block. Gut, Sie machen auch was mit Spritzen. Insofern passt das schon alles. Aber Respekt. Sie fasst keiner an. Respekt. Richtig, richtig cooles Mafioso. Auto. Übrigens, wussten Sie, dass Ihr Cayenne ist ja sowieso, also das ist super. Das ist ein richtig tolles Auto. Die Karosse Ihres Cayennes wird in Bratislava, in der Slowakei hergestellt, in einem VW-Werk. Die Karosse Ihres Porsche Cayennes wird im VW-Werk in Bratislava hergestellt, gestanzt aus alten ungarischen Ravioli-Dosen oder so, ich weiß es nicht. Und dann fährt die mit einem klapprigen Güterzug nach Leipzig. In das Porsche-Werk, wo sie dann zusammengedengelt wird. Da kommt die Karosse auf so ein Nutzfahrzeuggestell, so ein Fahrgestell von VW drauf. Vorne kommt ein Audi-Motor rein und dann wird mit Restbeständen von ostdeutschen Kittefix-Kleber dieses Porsche-Wappen vorne drauf geklebt. Auf diese Edelkutsche, die Zuffenhausen nie gesehen hat. Ja? Und entworfen wurde das Ding, das weiß ich, weil die Frau mal im Publikum saß, im Quatsch-Comedy-Club. Entworfen wurde das unter anderem von einer Ingenieurin, einer Autoingenieurin, die sitzt in Osnabrück. Da ist so ein Autotuning-Werk. Die sitzt in Osnabrück, das ist fast schon Ostwestfalen. Und für diese Ostkutsche haben sie 70.000 Flocken hingelegt, ohne Reserverad. Man hat sie beschissen. Das steht da drauf auf diesem A4-Zettel und drunter steht, jemand, der es gut mit Ihnen meint. Wobei ich muss sagen, diese Information, die ist veraltet. Also es ist ja so, der Porsche Cayenne wird mittlerweile komplett in Bratislava in der Slowakei gebaut. Es ist also ein Porsche. Und wenn du das Handschuhfach aufmachst, kommt Musik von Karel Gott raus, obwohl das ein Tscheche ist. Also völlig verrückte Geschichten. Und ich finde halt, der musste das wissen und der hat sich auch, ich glaube, der hat das gelesen, aber hat mich danach, also ich habe jetzt einen anderen Zahnarzt, zu dem gehe ich auch sehr gerne, der fährt nur ein E-Bike und das wird mit Kohlestrom angetrieben. Und ich habe das auf jeden Fall rausgelassen, um ihm zu helfen. Und jetzt wollte ich kürzlich noch was anderes ausdrucken und merke, da kommt nichts raus. Aus dem Drucker. Ich gehöre zur Generation, die noch druckt. Ich drucke noch aus. Ja? Ich gebe es offen zu, ich drucke noch aus. Und dann wollte ich was ausdrucken und das kam nicht raus. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, den Drucker, den wird man doch wohl noch reparieren können. Und ich habe dann einen Drucker-Reparaturdienst angerufen und habe mit dem geredet, weil ich aus einer Zeit komme, als man Geräte noch repariert hat. Mein Vater hat Fernsehgeräte hat er repariert. Aber in der Zeit hießen Geräte auch nicht umsonst Geräte. Das waren Geräte. Heute ist im Fernseher so ein Stück ICE-Fenster, das hängt an der Wand, das ist irgendwie mit dubiosen Klebstoffen, wird das zusammengehalten und du weißt nicht wirklich, was da für Mikrochips drin sind. Schrauben sind auch nicht mehr dran. Ja? Und du weißt nicht, wenn das runterfällt, dann weißt du, muss ich mir ein neues kaufen. Aber reparieren, keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber zu meiner Zeit, Röhrenfernseher, den haben wir zum Heizen angemacht. Da kam oranges Licht raus, wie aus einem Lagerfeuer. Und du hast das Lagerfeuer knistern erzeugt, indem du mit der Hand über die Bildröhre gestreichelt hast. Und dir wurde warm dabei. Und wenn das Ding kaputt war, da hast du die Rückwand abgetreten, hast die Röhre rausgezogen und mit Hammer und Meißel eine neue reingedengelt. Schon ging das wieder. Ja? Das ist lange her.
Es war früher. So, aber weil ich dieser naiven Meinung bin, man kann Geräte noch reparieren, habe ich halt für den Drucker den Reparaturdienst angerufen. Und dann entspann sich ein Gespräch. Und dieses Gespräch habe ich protokolliert und ich hätte es jetzt gern ausgedruckt vorgelesen. Aber der Drucker ist ja kaputt, also lese ich es vor von einem Gerät, von einem Lesegerät. Das ist ein Zweipad, das machst du an. Schon ist das Display da. Herrliche Kontraste, tolle Haptik. Und die haben beim Programmieren wirklich dafür gesorgt, dass es auch klingt, als würde man umblättern, wenn man diese Wischbewegung macht. Das ist richtig, richtig toll. Alles 3D auch. Und seit ich das Gerät das erste Mal benutzt habe, muss ich den Akku nicht einmal aufladen. Das ist richtig gigantisch. Der Drucker ist kaputt. Nein! Ich kann mich nicht mehr erinnern, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit ich meinen Drucker gekauft habe, obwohl man als Middle-Aged Digital Native das Datum des Druckerkaufs eher auf der Pfanne haben sollte als den Hochzeitstag. Denke ich mir gerade, wo ich den Mann von der Druckerreparatur am Telefon habe. Ich schäme mich für meinen Anruf. Ich denke wohl, ich kann technische Geräte über ihr Verfallsdatum hinaus nutzen. Ne? Länger als es gedacht war. Wann ich den Drucker gekauft habe, fragt der Mann, weiß ich doch nicht. Der Mann am Telefon stöhnt, dann will er wissen, wie der Drucker heißt. Was weiß ich? Claudia. ICE 651. Oder Drucker Nummer 7, was schon der siebte ist, den ich in meine Wohnung geschleppt habe, nachdem ich ihn ausgesucht hatte bei Saturn. Im Elektromarkt. Du suchst einen Drucker aus und was du kriegst, ist ein Kühlschrank großer Karton, den du auf dem Gepäckträger deines Fahrrades nach Hause buxierst und dann in den vierten Stock hochträgst. Bist körperlich schon erledigt und dann holst du den Drucker da raus. Das heißt, du steigst mit einer Grubenlampe auf dem Kopf in diesen Karton rein und stehst im Schnee. Styropor. Dann findest du eine kleine Plastiktüte, da ist der Drucker drin. Den holst du raus, verbindest ihn mit dem Strom und dann versuchst du, den Drucker mit deinem Rechner kommunizieren zu lassen und hast 3 Tage später Wörter wie Unterverzeichnis, FTP-Verzeichnis und Drucker, Server, Untertreiber auf der Pfanne und bist 60 Jahre älter. Und deswegen weiß ich doch nicht, wann ich den gekauft habe, wie vielte das ist. Weiß ich nicht. Und wie er heißt, schon gar nicht. Ach so, ich soll drauf gucken auf den Drucker. Ich kann nicht sehen. Ich muss den Staub mit dem iPhone zur Seite wischen. Krass, was die Dinger alles können. Staub wischen. Geil. Warum ist der Drucker so verstaubt? Weil ich ihn schon lange nicht mehr benutzt habe, weil er kaputt ist. Vielleicht war er ja schon kaputt, bevor ich ihn gekauft habe. Hätte ich bei Saturn wohl besser mal einen Probeausdruck machen sollen. Damals. Dialog mit meinem toten Opa, der noch vorm Zusammenbruch des Warschauer Paktes gestorben ist. Opa war Drucker. Opa, ich habe mir einen Drucker gekauft. Was? Ein Arbeitskollegen? Wie das? Wo? Mit meiner EC-Karte bei Saturn. Weltall? Erde, Mensch. WC-Karte? Nee, WC-Karte ist ein Sanifair-Bon. Oder wie wir sagen, Shitcoin. Ja? Aber Saturn ist ein Radiogeschäft, wo man telefontaugliche Katzenfotofernseher kaufen kann, mit denen man über WhatsApp Telegramme verschickt. Aber eigentlich ist das zu kompliziert, um es dir zu erklären. Hat außerdem keinen Sinn, du bist ja schon tot. Ein Glück! Mir fällt ein, dass ich mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass ich diesen Drucker nach dem Zusammenbruch der DDR gekauft habe. War doch gerade eben erst. Er ist also so gut wie neu. Der ist nicht alt. Alt ist was anderes. Meine Mutter, die hat eingeweckte Pflaumen im Keller. Die sind alt. Die sind aus einer Zeit, als es die Druckerfirma noch gar nicht gab. Wir konnten noch einwecken im Osten. Wir haben 40 Jahre lang eingeweckt, bis uns Gorbi aufgeweckt hat. Ja. In jedem Pflaumenglas meiner Mutter hat sich mittlerweile so viel Druck aufgestaut, dass es sofort in die Luft geht, wenn man es schief anguckt. Echtes Pegida-Kompott, haha. Wie komme ich jetzt auf Druck? Der Drucker. Wie heißt er? Epson heißt das kaputte Drecksteil, steht jedenfalls drauf. Und da fällt mir wieder ein, geplante Obsoleszenz nennt man das, was ich hier gerade erlebe. Das habe ich mal in einer Arte-Doku gesehen. Dienstags laufen auf Arte immer Dokus, wo man richtig was lernt. Kritische Dokus, aufklärerische Dokus. Wenn du so eine Arte-Doku am Dienstag gesehen hast, dann willst du einfach nur noch rausgehen, irgendwas anzünden. Zur Not dein eigenes Auto. Und da gab es mal vor einigen Jahren eine Art Doku über geplante Obsoleszenz. Geplante Obsoleszenz ist, wenn man etwas benutzen will, aber nicht mehr kann, weil es kaputt gegangen ist, eher als man dachte. Ja, das Brot schimmelt, geplante Obsoleszenz. Der Nagellack platzt ab, geplante Obsoleszenz. Man kann sich nicht mehr an den Hochzeitstag erinnern, geplante Obsoleszenz. Was reimt sich auf Demenz? Geplante Obsoleszenz. Ein Standardbegriff aus dem Koordinatensystem kritischer Menschen. Ich sage jedoch, wenn so ein Gerät exakt einen Tag, eine Minute sogar,
nach Ablauf der Garantie planmäßig kaputt geht, ist das ganz große Ingenieurskunst. Das muss man erstmal hinkriegen. Diese schöne kapitalistische Marktwirtschaft, die wir 89 unbedingt haben wollten, um Cole Sievers endlich mal persönlich kennenzulernen, ist nun mal auf Wachstum, Wachstum, Wachstum begründet. Und woher soll es denn kommen? Sicher nicht davon, dass man seinen Drucker länger benutzt als Chair lebt. Geplante Obsoleszenz muss sein, damit unser schönes Wachstum nicht krank wird. Und ein bisschen schäme ich mich jetzt auch, dass ich den Drucker so lange benutzt habe, bis er ganz ausgeleiert war, ohne darüber nachzudenken, welchen Schaden ich unserer Gesellschaftsordnung eigentlich angedeihen lasse. Ein Wunder, dass man einen Querulanten wie mich noch nicht eingebuchtet hat. Gedachter Anruf aus dem Ministerium für Wirtschaft, Soziales und Sachzwang. So, Herr Heinrich, ne, Freundchen, Sie haben diesen Drucker, der Ihnen für eine befristete Zeit gegen eine Kaufpreis genannte Nutzungsgebühr zur Verfügung gestellt wurde, sehr viel länger genutzt, als es Ihnen gestattet war. Obwohl Sie genau wissen, dass man sich einen neuen Drucker kaufen soll, wenn die Patronen alle sind. Ist doch auch viel billiger, Sie Depp. Sie haben den Kindern auf der Elektroschrotthalde in Afrika die Arbeitsplätze gefährdet. Was wollen Sie von uns? Kindergeld, Arztbehandlung, Rente können Sie alles in der Pfeife rauchen, Sie schwuler Kommunist. Zurück zum Reparaturmann am Telefon. Nachdem er mir erklärt hat, dass mein Drucker nicht mehr hergestellt wird, dass keine Einzelteile mehr dafür hergestellt werden und dass der Erdteil, auf dem sich die Herstellerfirma befand, letzte Woche im Meer versunken hat, ist der Mann am Telefon jedenfalls meint zu meiner Frage, ob ich meine ca. 60 auf Vorrat gekauften, sauteuren, original, Epson-Druckerpatronen eventuell möglicherweise auch für andere Geräte benutzen könnte. Alex, sag mal, für Ihre Tintenfässer werden überhaupt keine Federkiele mehr hergestellt. Mit was für einem Gerät telefonieren Sie eigentlich gerade? Mit dem Waffeleisen? Wurde das Gespräch etwa von Hand vermittelt? Und mit den Worten, ich muss jetzt zurück in die Zukunft, hat er dann aufgelegt. Habe den Vorfall nun für meine Nachfahren aufgeschrieben. Weil ich das Ganze nicht ausdrucken kann, werde ich es vom E-Book-Reader ablesen. Starre auf das Gerät und schäme mich. Das Gerät ist nämlich auch schon wieder 3 Stunden alt. Hoffentlich hält es bis zum Ende des Textes durch, ohne kaputt zu gehen. 2 Worte noch. Geschafft. Puh.